Der Landesverband der Deutschen Olympischen Gesellschaft lud zur Gesprächsreihe Olympia hautnah ins Ludwig-Erhard-Haus und Gesprächsbedarf gab es allem. Also ich denke, der Abend war schon sehr inhaltsreich und es wurde auch viel diskutiert über die Sorgen natürlich, die auch jede Sportart von uns hat. Manchmal muss man sich auch die Dinge erstreiten, auch im politischen Sinne. Doch bevor losgestritten werden konnte, wurden von Dr. Harry Bär erst einmal knallharte Zahlen und Fakten auf den Tisch gelegt. Es galt, die Spiele in Rio 2016 auszuwerten und besondere olympische Momente ins Gedächtnis zu rufen. Über allem schwebte der olympische Gedanke. Also der olympische Gedanke, denke ich, ist, dass man viele Völker zusammenbringt. Viele Völker, die auf politischer Ebene eventuell auch Krieg führen. Und dass man einfach zusammen Sport macht und ganz viel Spaß dabei hat. Der Hauptpunkt des Abends war die Gesprächsrunde mit medaillendekorierten deutschen Olympioniken. Heike Drechsler, Lisa Unruh, Martin Hähner, Thomas Ulbricht und dessen Trainer Ralf Otto gaben sich die Ehre und diskutierten gemeinsam über die Zukunft der Olympischen Spiele. Also aus dem Abend, ich fand ihn sehr interessant, weil es für mich immer interessant ist, sehr direkt von den Sportlern auch zu hören, wie sie sich sehen in ihrem Training, in ihren Prozessen, mit ihren Erfolgen reflektieren, aber auch wie sie jetzt zum Beispiel die aktuellen Abläufe zur Leistungssportreform wahrnehmen. Das ist für mich immer sehr, sehr anregend und ich nehme eigentlich von so einem Abend dann auch immer richtig viele Informationen mit. Einig war man sich vor allem in einem Punkt. Um weiterhin bei Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen konkurrenzfähig zu bleiben, müssen im Zuge der Leistungssportreform die Arbeit von Trainerinnen und Trainern in Deutschland besser unterstützt und erleichtert werden. Und ich glaube, dass man sich immer wieder austauschen muss, um auch nach vorne zu gucken. Es bringt nichts darüber zu reden, was die letzten 10 Jahre nur falsch gelaufen ist. Man muss jetzt gucken, was kann ich denn besser machen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass es eine ganz fruchtbare Angelegenheit heute war und viele Leute, die auch wirklich sehr viel tun und engagiert sind, hier zusammengekommen sind. Der Blick ist klar nach vorne gerichtet und die nächsten Olympischen Spiele im Visier. Und nach denen gibt es dann auch garantiert wieder ordentlich Gesprächsbedarf.